Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen YouTube-Video. Mein Name ist Dr. Julia Nebeling-Reise. Ich bin Zahnärztin und spezialisiert unter anderem auf Funktionsdiagnostik. In meinem heutigen Video geht es um dieses Thema. Heute möchte ich euch darüber berichten, welche Schäden und unangenehmen Symptome oder Folgen Pressen und Knirschen, also Bruxismus, haben können. Und zwar nicht nur auf die Zähne, sondern auch auf die Organe drumherum in unserem Kopf-Halsbereich. Fangen wir mal mit den Schäden im Mund an. Wir nennen das intraoral bei uns in der Fachsprache. Als erstes mal ist auffällig, dass Menschen, die Bruxen, also Bruxismus haben, dass ihre Zähne abgenutzt werden. Das heißt, sie werden immer kürzer. Ja? Die Oberfläche wird immer kürzer, die Zähne bekommen Risse und durch die Risse bekommen diese Zähne auch viel, viel schneller Verfärbung. Das heißt, sie werden mit der Zeit immer dunkler. Außerdem ist feststellbar im Mund durch das Pressen und Knirschen, dass sich auch der Knochen zurückziehen kann. Ja, also diese Überfunktion mit den Zähnen hat einen Einfluss auf den Zahnhalteapparat. Zu viel Druck auf den Knochen, vor allen Dingen an den Stellen, wo der Knochen besonders dünn ist, kann dazu führen, dass der Knochen sich abbaut, das Zahnfleisch zurückgeht und empfindliche Zähne entstehen. Die Zähne werden mit der Zeit immer empfindlicher. Patienten empfinden oftmals, wenn sie dann kauen oder essen, ihre Kaufunktion nicht als gleichmäßig. Sie bevorzugen meistens die rechte oder die linke Seite zum Kauen und spüren auch selber innerlich, dass diese Funktion nicht mehr stimmt. Also, dass sie wie keine richtige Situation mehr finden können, weil ja alle Zähne beim Knirschen vor allen Dingen komplett abgenutzt sind. Beim Pressen ist das ja eher nicht der Fall. Ein weiterer Punkt im Mund, der feststellbar ist, ist, dass durch starkes Pressen einzelne Zähne auch so einen starken Druck erfahren können, dass sie anfangen, weh zu machen. Also, dass sie sozusagen sich der Nerv in dem Zahn, der den Zahn ernährt, sozusagen mit Sauerstoff die Nervfunktion enthält, dass dieser Nerv sich so gereizt fühlt durch diesen Druck, durch diesen starken, dass er sich entzündet und anfängt, langsam zurückzuziehen. Es entwickelt sich dann darüber als Schutz über dem Nerv manchmal auch so eine Art Reizdentin. Dentin ist die zweite Schicht im Zahn, das ist die Schicht, die sich nachbilden kann. Und der Nerv zieht sich immer weiter zurück und im allerschlimmsten Fall kann es sogar sein, dass so ein Zahn abstirbt. Entweder unter großen Schmerzen, also dass der Patient merkt, er hat auf einmal eine starke Zahnschmerzen, eine Pulpitis, aber auch manchmal schleichend, das heißt über Jahre hinweg durch den starken Druck, dass der Zahn irgendwann nicht mehr lebt und nur durch ein Röntgenbild sieht man dann durch Zufall zum Beispiel, dass der Zahn nicht mehr am Leben ist, weil Bakterien zum Beispiel im Knochen sitzen. Das sind sozusagen die schlimmsten Auswirkungen, die tatsächlich stattfinden können, wenn ein Zahn permanent über lange Zeit überlastet wird und Patienten zum Beispiel die Warnsignale, die damit verbunden sind, dass der Zahn zwischendurch mal weh macht oder gelockert ist, nicht wahrnehmen. Und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Zähne können locker werden. Ja? Die Zähne können durch starke Überfunktion sich lockern. Sie sind ja sowieso nicht fest zementiert im Knochen, sondern beweglich über Fasern aufgehangen und sie können sich verschieben. Das heißt, die Zahnstellung kann sich verändern. Es kann zu Zahnfehlstellungen kommen. Ja, es kann sein, dass Zähne sehr, sehr stark sogar zum Teil im Kiefer verschoben werden oder sich in bestimmte Richtungen bewegen. Ja, das gibt es auch, was eben wirklich mit diesem Überfunktion zu tun hat. Jetzt kommen wir mal zu den äußeren Strukturen. Jetzt ging es ja immer um die inneren Strukturen, die sich verändern im Mund. Das sind Sachen, die wir im Mund sehen können. Äußere Strukturen, die sich verändern, sind vor allem die Muskulatur im Gesicht, auch im Nacken, weil das hängt alles miteinander zusammen. Das heißt, die großen Kaumuskeln hier, die werden meistens dicker, die verhärten und fangen an, den Kiefer, der beweglich aufgehangen ist über Sehnen und Bänder oben am Oberkiefer, in die falsche Richtung zu bewegen. Das heißt, wir haben dann auch wieder einen Einfluss auf andere Strukturen, nur durch die Muskulatur. Das heißt, der Unterkiefer wird in die falsche Richtung bewegt und dadurch kann es sein, dass das Kiefergelenk anfängt, irgendwo Probleme zu entwickeln, ja, weil es nicht mehr richtig funktioniert, weil es nicht mehr richtig symmetrisch arbeiten kann. Das kann sein, dass dann der Diskus, diese kleine Gelenkscheibe zum Beispiel, in die falsche Position gedrückt wird, ja, verlagert wird oder aber auch sehr stark gequetscht wird, komprimiert wird, sodass sie sogar perforieren, also Löcher bekommen kann. Es kann sein, dass sich der Bandapparat hier, diese Kapsel rund um dieses Gelenk, dass das ausgeleiert wird oder aber auch verkürzt wird, also durch die Kompression, dass es zu Verkürzung der Bänder kommt und zur Bewegungsunfähigkeit, die Mobilität nimmt
sozusagen ab, die der Patient hat. Ja, er kann den Mund nicht mehr so weit öffnen, kann kein Baguette mehr abbeißen. Das ist so das typischste Beispiel. Auch das ist eine mögliche Folge. Aber auch, was wir schon oft gesehen haben durch unsere Patienten, Zystenbildung. Ja, dass durch den starken Druck sich im Kiefergelenk Zysten und Blutergüsse bilden. Und das kann natürlich wieder abheilen, wenn man das frühzeitig erkennt und hier zum Beispiel durch eine Bissanhebung, durch eine Schienentherapie, dann der Platz im Kiefergelenk, also die Kompression, wieder wegnimmt, also diesen starken Druck im Kiefergelenk entfernt. Ihr müsst euch quasi vorstellen, das ist wie beim Knie, wenn das einfach immer so stark überlastet wird, zum Beispiel bei Hochleistungssportlern, dann kommt es da auch irgendwann zu Problemen. Ja, es kann Arthritis entstehen, das kennt ja jeder von euch, das ist die entzündliche Form der Gelenkserkrankung, aber auch später eine Arthrose, also sprich eine Abnutzung, eine verstärkte Abnutzung der knöchernen Strukturen, die dann auch nicht schmerzhaft ist, aber trotzdem nicht gut natürlich, weil das auf Dauer natürlich dann auch zu Blockaden bei der Mundöffnung, also im Kiefer, führen kann. Ja, wir haben immer häufiger Patienten, die eben schon Folgeschäden haben, weil sie über Jahre Probleme im Kiefergelenk hatten und dann zum Beispiel, wenn sie was Hartes essen, immer Schmerzen haben. Ja, das ist immer mit Schmerzen begleitet und die sind nicht nur muskulär, sondern auch eben vom Kiefergelenk, weil da vielleicht sozusagen die Kompression schon viel zu stark war und schon Abnutzung aufgetreten sind und dann irgendwann fängt es an, weh zu tun. Das sind so die möglichen Folgen. Was aber auch passieren kann, ist, dass die falsche Stellung des Kiefers durch die Muskeln bedingt dazu führt, dass wir Probleme im Gehörgang entwickeln. Ja, es gibt ganz viele Patienten, die waren oben bei unserem Hals-Nasen-Ohrenarzt und er schickt die dann zu mir und sagt, ich kann nichts finden, Julia, schau du doch mal, ob da nicht irgendeine Ursache ist, dass das doch vom Pressen und Knirschen kommt. Weil die Leute entwickeln tatsächlich Sachen wie zum Beispiel Tinnitus, ja, Ohrgeräusche. Oder aber auch ein Jucken im Ohr. Ja? Oder sie haben das Gefühl, dass sie zeitweise nicht gut hören können. Aber es ist keine Ursache im Ohr feststellbar. Es ist tatsächlich so, dass der Druck, den wir aufbringen können mit der Muskulatur, teilweise so stark ist, dass im Gehörgang Blutgefäße zum Beispiel nicht mehr richtig arbeiten können, dass man praktisch die wie abdrückt oder auch das Prinzip im Gleichgewichtsorgan es zu einer Unterversorgung kommt und die Patienten sogar unter Schwindel leiden. Das heißt, sie können teilweise nicht mal mehr Auto fahren. Wir hatten schon Fälle hier in der Praxis, wo Patienten tatsächlich unter permanentem Schwindel gelitten haben, keiner konnte eine Ursache finden und erst nach einer ausführlichen Diagnostik einer Schienentherapie verbunden mit Physiotherapie und all den Maßnahmen, die man machen kann, um das wieder zu entlasten, haben die Leute auf einmal gemerkt, der Schwindel ist komplett weg. Und das ist genau der Punkt. Es hängt alles im Prinzip zusammen. Ich sage immer, was das angeht, sind wir schon ganzheitlich gesehen ein sehr komplexes System. Unsere Muskeln haben Einfluss, sehr großen Einfluss auf all diese Strukturen, vor allen Dingen eben diese Kaumuskeln, weil sie eben sowieso schon die stärksten Muskeln in unserem Körper sind. Was zum Beispiel auch häufiger auftritt, sind Probleme mit Migräne oder Kopfschmerzen. Weil wenn dieser Muskel sich verhärtet und verändert, hat er auch einen Einfluss zum Beispiel auf diesen Muskel, den Fächermuskel, den großen, den Temporalis. Und wir haben auch oft das Problem, dass dann irgendwelche Nervenbahnen irgendwie irritiert werden. Und hier Kopfschmerzen entstehen können, auch über den Nacken zum Beispiel, diesen berühmten Helmkopfschmerz. Oder in den Augen können der Druck tatsächlich zur Migräneaura führen. Ja, das sind alles Sachen, die wirklich äußere Erscheinungen sind, die mit diesem ganzen Pressen und Knirschen über lange Zeit, über viele Jahre ausgeübt zusammenhängen können. Weitere Möglichkeiten, was wir feststellen können, ist, dass die Leute schlechter schlafen. Es gibt Menschen, die pressen so stark in der Nacht oder knirschen so stark, dass sie ihren Tiefschlaf limitieren. Das heißt, sie schlafen nicht mehr in der Tiefschlafphase, wo der Körper sich regeneriert, sondern schlafen nur noch sehr, sehr leicht. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass Kinder, wir haben Jugendliche schon gehabt, die sind in der Schule immer zu eingeschlafen, bis wir das dann festgestellt haben. Oder aber zum Beispiel der Sekundenschlaf im Auto. Eine sehr gefährliche Sache, die man unbedingt natürlich vermeiden sollte, weil das natürlich zu Fremdverletzungen führen kann durch einen Unfall. Wir haben auch schon Fälle gehabt, extreme Fälle, wo eben diese Überfunktion in der Verbindung
mit anderen körperlichen Symptomen zu Depressionen und Angstzuständen geführt haben. Und inzwischen ist ja auch bekannt, dass eben Knirschen, Bruxismus im ICD-11, also in dem großen Katalog für Ärzte, als psychologische Erkrankung anerkannt ist. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass jetzt neu, das wurde jetzt aus dem Englischen noch nicht übersetzt, meine ich, oder wird erst übersetzt, das Ganze sogar anerkannt wird als eine psychologische Erkrankung, wenn jemand echten Bruxismus hat, weil eben wirklich nachgewiesen werden kann, dass hier auch psychologisch, somatisch und auch psychologisch große Schäden entstehen können und man muss an dieser Geschichte arbeiten. Es gibt natürlich Faktoren, die kann man nicht beeinflussen, aber bestimmte Sachen schon. Und wenn man eben das erkennt, was alles als Grundlage für diese Überfunktion oder als Ursache da ist, dann kann man daran auch arbeiten und man muss natürlich auch an den Symptomen arbeiten. Aber reine Symptombeseitigung hilft dem Patienten in der Regel nicht. Man muss das wirklich als großes, komplexes ansehen. Das sind eigentlich so die üblichsten und die häufigsten Sachen, die wir hier in der Praxis sehen. Eben durch die Spezialisierung kommen natürlich auch gehäuft Patienten zu uns mit diesem Problem. Es gibt sicherlich Kollegen da draußen, die haben da gar keine Berührungspunkte. Aber dadurch, dass eben auch viele Ärzte über diese Sachen Bescheid wissen, ist es so, dass wir auch viele Überweisungen haben und hier dann tatsächlich durch diese Therapie, die wir machen, also es sind ja verschiedene Sachen, die wir dann anwenden mit anderen Ärzten zusammen in Zusammenarbeit, das mache ich nicht allein, können wir dann den Leuten helfen. Wenn ihr dazu Fragen habt oder wenn ihr Anmerkungen habt oder Kommentare, schreibt einfach unten rein. Und ich werde euch natürlich antworten. Ich freue mich über jeden Like und abonniert den Kanal. Eure Zahnfee, eure Julia.